Ich weiß, dass ihr irgendwo da draußen seid. Wer ist da draußen, Stix? Es muss noch weitere intelligente Dinosaurier geben. Ich sende eine spezielle Botschaft aus, nur für sie. Und ich beame unsere Koordinaten in jede Dimension. Ich habe den Empfänger auf größte Empfindlichkeit eingestellt. Wenn es ein Antwortsignal gibt, ganz gleich wie schwach es auch ist, kann ich es empfangen. Früher oder später wird irgendjemand antworten. Ach, Stix, ich wünsche dir, dass deine Hoffnungen nicht enttäuscht werden. Das werde ich nie erfahren, wenn ich es nicht versuche. Du hast recht, du hast vollkommen recht. Ich springe aus dem Kittel. Der Paketpost-Postbote ist angekommen. Ich liebe den Teleshopping-Kanal. Seht mal, ein super Tofu-Scheibenschneider, der nie geschärft werden muss. Ein brandneuer Rauchgenerator. Ein ferngesteuertes Ausbildungshalsband für Ditto. Echt total voll abgefahren. Eine virtuelle Cyberbrille für das World Wide Web. Möchtest du uns was erklären? Nun ja, es gibt eine Menge dreidimensionaler Sites im World Wide Web. Und, also die sind echt voll cool bei der Suche nach Raubsauriern, wisst ihr? Schon kapiert. Ihr werdet noch mal froh sein, dass ich das Ding angeschafft habe. Manchmal habe ich den Eindruck, unser Flattermann hat ein echtes Spatzenhirn. Meine Güte, das ist wirklich ein ausgezeichnetes Forschungsgerät. Urgewaltig stark. 3D-Einkaufsurfen im Netz. Kochgerät aus Frankreich. Und diese wunderbaren Muscle-Shirts. Die brauche ich unbedingt. Ich bestell gleich mal ein Dutzend. Irgendjemand sendet einen interdimensionalen Fernruf aus und ich habe einen deutlichen Verdacht, wer das sein könnte. Wer denn? Die Supersaurier, du Oberdummbeutelsaurus. Ich werde mit einem identischen, aber deutlich stärkeren Signal antworten. Dadurch gelingt es mir, die Quelle ihres Signals zu lokalisieren und das wiederum führt uns dann direkt zu ihrem geheimen Geheimversteck. Da draußen ist tatsächlich jemand, aber das Signal ist zu stark für mein System. Junge, Junge, was habe ich getan? Die falsche Kreditkartennummer eingegeben? Ist alles in Ordnung, Bullseye? Ich muss sofort wieder online gehen. Die bieten 6 Paar Muscle-Shirts in Übergröße zum halben Preis an. Vielleicht passen mir die sogar. Die Elektrik hier ist geradezu steinzeitlich. Kannst du mir mal leuchten? Überhaupt kein Problem. Hey, hast du das auch gesehen? Viel schlimmer noch. Ich glaube, ich habe es verursacht. Ich muss mal was ausprobieren. Tortilla-Chips mit scharfer Soße. Koste mal. Es fehlt Salz. Unglaublich. Der Starkstromschlag, der über den Empfänger in deine Cyberbrille gefahren ist, hat anscheinend dein Gehirn elektronisch überladen. Grandios. Extra scharfes grünes Chili. Du stellst dir besser schon mal ein Fass mit Magentabletten vor. Aber zunächst hätte ich gerne eine normal große Taschenlampe von dir. Was machst du denn? Entschuldige, mir gingen gerade noch ein paar andere Dinge durch den Kopf und dann hör auf zu denken. Das dürfte dir nicht allzu schwer fallen. Na also, jetzt kann ich den Sender reparieren und herausfinden, ob uns jemand sucht oder versucht, uns zu grillen. Wie kann man aufhören, sich schöne Dinge zu denken? Fast reicht aber nicht, du inkompetenter Grottenolm. Find endlich raus, woher das Signal kommt. Warte,
Ich kann das Signal nicht zurückverfolgen, aber ich kann es beantworten, jedenfalls wenn es die Supersaurier sein sollten. Wir werden Ihnen eine brandneue Falle stellen. Diesmal bleibt nichts übrig von den überflüssigen Dinosauriern, bis auf ein bisschen Flüssigtreibstoff. Alles, was Bullseye sich denkt, materialisiert sofort. Tja, ich würde nicht sagen unbedingt alles. Wir müssen ihn hier rausschaffen, ehe er das Haus in Schutt und Asche legt. Aber ich weiß, dass ich es kontrollieren kann, ehrlich. Himmeldonnerwetter, ich glaube, ich kann dem alten Bullseye aus der Klemme helfen. Ich empfange schon wieder ein Signal. Hallo, ist da draußen irgendwer? Ich habe es dir ja gesagt. Wir kommen zu euch aus der Dimension. Weißt du auch, was das bedeutet, Shedra? Es bedeutet, wir sind nicht allein. Was ist los? Irgendjemand reagiert auf Stacks interdimensionales Signal. Aber ich bin mir nicht sicher, wer... Komm schon, Shedra. Es kann nur ein Dinosaurier sein. Das spüre ich deutlich in meinen Knochen. Ein lebendiger, atmender Artgenosse von uns. Hör doch. Wir haben ein interdimensionales Gate installiert. Die Koordinaten lauten 104 Grad nördlicher Länge und 34 Grad westlicher Breite. Das ist ganz in der Nähe. Jungs, woher sollen wir wissen, wer das ist? Eintreffen exakt um 14.30 Uhr. Eurer Zeit. Das ist schon ziemlich bald. Was meinst du, T-Bone? Sollen wir uns das mal ansehen? Aber sicher tun wir das. Ich kann es kaum erwarten. Legen wir uns an, Leute. Kumpels! Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Sei nicht traurig, junger Freund. Die Jungs kommen bald wieder zurück. Verstehst du denn nicht, Pork? Ich muss diese Vorstellungsgeschichte loswerden. Bis dahin kann man sich im Kampf gegen die Raubsaurier nicht auf mich verlassen. Hör mal, was dieses Selbsthilfebuch dazu sagt. Ich habe es mir kommen lassen, damit es mir hilft, mit dem Schrotthandel aufzuhören. Aber du bist immer noch Schrotthändler. Naja, ich habe das Buch noch nicht zu Ende gelesen. Und jetzt pass auf, schließ die Augen und konzentriere dich ganz auf meine Stimme. Stellen Sie sich vor, lieber Leser, wie lächerlich es wäre, wenn Sie wirklich alles bekommen würden, was Sie haben wollen. Ja. Oh. Sieh dir das an. Stell dir das mal vor. Dinosaurier-Artgenossen aus einer anderen Dimension. Vielleicht hätten wir Ihnen Chips und Dips mitbringen sollen. Wahrscheinlich haben Sie nach so einer langen Reise einen Riesenhunger. Sei still. Spike, eine Rasse, die in der Lage ist, so etwas zu bauen? Übersteigt vielleicht all unsere Vorstellungskraft. Viele Dinge übersteigen deine Vorstellungskraft, Stax. Zum Beispiel die Ereignisse, die sich als nächstes zutragen. Ist alles so wie angeordnet? Ich habe die Hitzebomben an den berechneten Stellen präzise angebracht. Dann mach weiter. Seid mir gegrüßt, Dinosaurier-Artgenossen. Wenn ihr den roten Knopf drückt, aktiviert ihr das interdimensionale Gate und wir beamen uns auf die Erde zu euch. Hier, das muss ja sein. Warte, Stax, wir sollten uns vergewissern. Seht euch das an! Das Feuer ist so heiß, dass sogar der Sand schmilzt! Sehr gut beobachtet! Bad Rap, ich hätte es wissen sollen. Ich habe eine Überraschung für euch und ich glaube, sie wird euch sehr gut gefallen. Auf Wiedersehen, versunkene Dinosaurier! Ich hoffe, ihr mögt die Hitze, denn da, wo ihr hingeht, wird es noch etwas wärmer sein. Ich gratuliere, Spitter. Endlich hat einmal einer unserer Pläne geklappt. Der Sand ist tatsächlich zu Glas geschmolzen. Nicht einfach Glas, eine gewaltige Linse, die das Sonnenlicht auf den Kern der Erde fokussiert und in ungefähr zwei Tagen einen Supervulkan schafft, der den gesamten Globus aufheizen wird. Ich frage mich, wie sich die untergegangenen Dinosaurier fühlen. Na, fühlt ihr euch schon etwas klaustrophobisch, Jungs? Überlasst ihn mir! Halt dich zurück, Spike! Ein guter Rat, Kotlinkopf! Vor allem, wenn mehrere Millionen Kubikmeter Sand nur darauf warten, euch auf den Kopf zu rieseln! Ein paar Millionen Tonnen Sand können die Supersaurier nicht aufhalten, Blödrat!
Was sagst du zu ein paar Millionen Tonnen extrem heißen, geschmolzenem Sand? Die Temperatur hier drin steigt definitiv an. Bis ihr einen Weg gefunden habt, hier zu entkommen, wird es zu spät sein, die Erhitzung der Welt zu verhindern. Bis dahin, genießt eure Sauna. Himmel, Donnerwetter, ich glaube, wir haben es endlich unter Kontrolle. Mach weiter, versuch etwas zu materialisieren. Okay, ich fange an. Huevos Rancheros. Okay, alter Knabe. Versuch jetzt mal zu schielen. Denk an Daunenkissen. Das müsste ungefährlich sein. Daunenkissen. Okay, okay. Wie hieß das magische Wort noch gleich? Ja, Nachos. Es funktioniert. Es funktioniert. Ich muss schielen, um etwas zu materialisieren. Und ich sage Nachos, um es zu beenden. Posthypnotische Befehle, mein Junge. Vielleicht macht sich dieses Buch ja doch noch bezahlt. Danke, Pork. Das muss ich den Jungs erzählen. Ich bin geheilt. Wo sind die Jungs? Stax hat ein Signal aus einer anderen Welt erhalten. Deshalb sind sie alle losgezogen, um den Burschen zu treffen. Ich kann nicht glauben, dass sie darauf reingefallen sind. Das kann nur ein Streich sein. Oh, oh nein. Sie haben mich vorsätzlich zurückgelassen. Nicht böse sein. Komm, wir sehen uns eine Sendung im Teleshopping-Kanal an, auch wenn es eine Verletzung von Artikel 8395 Absatz 1 folgende ist. Oh, wow! Sowas lebt und Dinos mussten aussterben. Sieht aus, als würde das Signal die Fernsehfrequenzen überlagern. Schalt auf einen anderen Kanal. Wir müssen endlich verschwinden. Macht euch bereit. Die Welt wird heiß für die Raubsaurier. Ich zeige dir, wie heiß es für Raubsaurier werden. Bad Rap hat die Jungs gefangen. Wir müssen sie unbedingt befreien. Aber Bullseye, wir wissen nicht, wo wir nach ihnen suchen sollen. Ich weiß, wie ich sie finden kann. Wenn ein gefälschtes Signal bei uns funktioniert hat, wird es erst recht bei den Raubsauriern klappen. Ich hoffe, du planst nichts Unehrenhaftes oder Unehrliches. Gemäß Artikel 7572 Absatz 2 ist es nämlich streng verboten. Shadra, du sprichst mit mir, Bullseye. Ich weiß. Vertrau mir, Shadra, wir inszenieren nur ein nettes kleines Hörspiel. Rohrleitungen? Nachos! Ausgezeichnet! Seht euch an, welche Hitze die Linse schon verursacht hat. Meinen Instrumenten zufolge müssten wir bis morgen Mittag zum flüssig glühenden Kern der Erde durchgedrungen sein. Angeber, die Sonne macht die meiste Arbeit. Was verstehst du denn davon, größenwahnsinnige Weinbergschnecke? Psst, ich empfange etwas auf dem Band für interdimensionale Frequenzen. Der Sender muss sehr weit entfernt sein. Hallo, Dinosaurier. Ja? Ja? Wow, wer bist du? Woher sprichst du? Woher sprichst du? Ich spreche aus der Dimension. Ich bin auf dem Weg zu eurer Welt, aber die Burrito-Strahlen sind sehr, sehr übel. Seid bereit! Sobald ich den Menudo-Gürtel überwunden habe, können wir das Rendezvous durchführen. Treffpunkt, euer interdimensionales Gate. Ich bringe meinen Chili-O-Wellen-Dekapazitator mit, um eure Feinde zu besiegen. Ganz erstaunlich. Es gibt wirklich noch andere Dinosaurier da draußen. Das ist der Vogel, ihr eindimensionalen Blödkopfsaurier. Aber das ist gar nicht so übel, finde ich. Er wird sicher seine Freunde wiedersehen wollen. Ich wusste genau, dass ich diese Luftschutzsirene eines Tages nutzen würde. Also, ich brauche möglichst viel verrückte Sachen für mein Kostüm. Wollen mal sehen. Endlich! Der Sand wird feucht! Wasser! Oh, es ist heiß! Hier unten muss eine heiße Quelle entspringen. Ich fürchte, du irrst, T-Bone. Das ist Bad Raps Linse, die alles aufheizt. Grab weiter, Jungs! Wir müssen bis zum Ursprung der Quelle vordringen! Gott, der Allmächtige, ich würde dich am liebsten ausstopfen und in meinen Vorgarten stellen. Bad Rap wird einiges zu grübeln haben, wenn ich ihm gegenübertrete. Wenn Bullseye dieses geistige Federgewicht auftaucht, werden wir ihn auf dem gleichen Weg entsorgen wie die anderen. Gut, aber
Aber wenn es nun doch nicht der Federflattermann war, wenn das Signal echt ist... Dann stehlen wir ihm seinen sogenannten interdimensionalen Dingskapazitralala und knallen ihm ordentlich eins von Lachs. Da seht, jetzt passiert was. Ich wusste, dass der Rauchgenerator hilfreich sein würde. Ui, heiß, ich brauche eine Klimaanlage. Seht euch das Fluggerät an. Überwältigende Technologie. Ich kann es kaum erwarten, diesen Typen endlich kennenzulernen. Das wird sich erst noch zeigen. Kannst du mich hören? Laut und deutlich. Pass auf, Chedra, wie ich diese Nasen einseife. Sei gegrüßt, interdimensionaler Dinosaurier. Mein Name lautet, T-Bone. Und ich bin Tom Cruise. Seid gegrüßt, meine artigen Artgenossen. Mein Name ist Huevos Rancheros. Um euch meine Großzügigkeit zu beweisen, habe ich euch eine Vielzahl Geschenke mitgebracht. Grüße von meinem Volk. Du unterdimensionaler Teufel, du, ich werde dir... Nein! Verzeihen Sie untertänigst meinem sehr impulsiven Diener, Sir Rancheros, bitte. Wie wir in meiner Dimension zu sagen pflegen, Schwammos Daribus. Ihr kostet doch mal den Pudding. Made in Taiwan. Made in Taiwan? Mir geht nichts über echte Qualitätsarbeit, mein lieber Freund. Hältst du mich für einen Vollidioten? Jawohl, allerdings. Wo sind meine Freunde? Ich will sie sofort sehen. Aber gerne. Zu ihnen geht's da lang, ungefähr 50 Meter abwärts. Und du wirst ihnen schon bald Gesellschaft leisten. Ich sag dir was. Du gehst, Blödratte. Was sagst du dazu? Geht zurück! Wo kommt denn das Gefährt plötzlich her? Ich weiß nicht, aber es scheint den Ursprung der Quelle gefunden zu haben. Jetzt bin ich richtig wütend! Ich mache Speiseeis aus ihm! Das Spiel ist aus, Spatzenhirn. Wie wär's? Lassen wir uns zum Abschluss eine Pizza kommen? Mit allem Drum und Dran. Okay, eine ohne Anchovies. Aber dafür mit einer doppelten Portion Pepperoni. Ich hätte meine gern gefroren. Wo steckt der Vogel? Ich liebe meinen neuen Rauchgenerator. Erledige die flügelarme Fledermaus. Mit Vergnügen. Was ist hier los? Dich wollte ich hier treffen. Wir müssen etwas gegen diese Linse unternehmen. Ich kümmere mich darum. Wo ist eigentlich Bad Rap? Er hat sich mitreißen lassen. Super, Saurier. Starke Vorstellung, Flatter. Super. Yeah. Ich bin hungriger als ein Brachiosaurus auf einer Rohfarm-Diät. Ich auch, und wie? Ein leckeres Bohnenburrito wäre jetzt genau das Richtige. Was sagst du dazu, Bullseye? Tut mir leid, Jungs. Ich glaube, ich habe die Fähigkeit, Dinge zu materialisieren, verloren. Du meinst... Kein mexikanisches Essen? Tut mir leid, aber ich fürchte, meine Kraft hat mich verlassen. Ach, bitte, bitte, Bullseye. Versuch es noch einmal. Das schaffst du noch. Okay, okay. Es geht los. Burrito. Jawohl, total urgewaltig. Umwerfend. Lasst mich mal ran. Wartet. Und wo ist die Salsa?
Keine Salsa! Was sollen wir mit einem Burrito ohne Salsa? In Ordnung. Aber ich kann für nichts garantieren.